Liebe rechtssuchende Bevölkerung, hier spricht Ihr Rechtsanwalt Gerold Beneder, Pressesprecher der MFG. Wir haben heute den 19.06.2022. Ich habe wieder drei spannende Themen für Sie, und zwar Punkt 1, die Spritpreise. Ich war das erste Mal seit 3 Jahren wieder mal im Urlaub und bin im Zuge dessen mit dem Auto durchgefahren durch Slowenien, durch Kroatien. Und ich habe mich gewundert bei den Tankstellen. Ich habe getankt bei einer Tankstelle in Kroatien und habe dort für einen Liter Diesel ca. 1,7 Euro bezahlt. Ich bin durchgefahren durch Slowenien. Ich habe gesehen, dort ist der Spritpreis für Diesel und für Benzin ca. 1,6 Euro. Und ich komme wieder zurück nach Österreich und sehe an den Tankstellen für mich unfassbare 2,3 Euro für Diesel oder Superbenzin. Jetzt frage ich mich, was ist die Ursache von diesen unterschiedlichen Spritpreisen? Kaufen die Kroaten, die Slowenen und die Österreicher unterschiedlich am Weltmarkt ein? Sind die Perlpreise anders? Sind die Besteuerungen anders? Gibt es vielleicht eine Betragsgrenze für Diesel und Superbenzin in den anderen europäischen Ländern? Wie gesagt, einfach zum Nachdenken für die Politik und die Systemmedien, ob es wirklich notwendig ist, dass man den Österreichern da 60 oder 70 Cent mehr pro Liter abnimmt. Was ist die Absicht dahinter? Will man, dass die Österreicher weniger mobil sind oder will man, dass die Österreicher weniger netto im Geldbörsel haben? Also ich frage mich wirklich, ob das notwendig ist, derartige unterschiedliche Benzin- und Dieselpreise im internationalen europäischen Vergleich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas jemals einmal in den letzten 30, 40 Jahren erlebt habe, dass in den Nachbarländern der Sprit so erheblich billiger ist als in Österreich. Zweites Thema, das Wetter. Wir haben heute einen wunderschönen Badetag. Ich schaue raus, die Sonne scheint, es hat 30 Grad oder vielleicht noch mehr. Und ich frage Sie, ist das ein Grund zur Sorge? Ich schaue mal in die Systemmedien hinein und sehe da Berichte wie, man muss sich Sorgen machen um die Gesundheit, wenn es heiß ist, da könnte man gesundheitlichen Schäden erleiden oder es könnte ein Zusammenhang bestehen mit dem angeblichen von Menschen gemachten Klimawandel. Und wie gesagt, derartige Meldungen. Ich meine, man sollte sich einfach über einen schönen Sonnentag freuen. Wir leben hier in einer Region in Österreich, wo wir im Wesentlichen 7 kältere Monate haben und vielleicht 5 wärmere Monate haben. Und ich glaube, man sollte sich über jeden schönen Sonnentag freuen und da keine Panik verbreiten mit angeblichen Gesundheitseinschränkungen, wenn man es heiß hat, oder mit einem angeblichen von Menschen gemachten Klimawandel. Ich habe mir die Zeitungen angeschaut, also in allen möglichen Jahrzehnten, vor 50 Jahren, vor 30 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, hat schon Schlagzeilen gegeben mit der heißeste Tag des Jahres oder der heißeste Tag des Jahrzehnts oder des Jahrhunderts. Also das Thema war immer spannendes. Jetzt aber möchte man das verknüpfen mit, sage jetzt einmal, einer Panikmache und ich glaube wirklich, dass es da keinen Grund gibt. Ich kann mich erinnern an ein altes Lied von Rudi Carrell, wann wird es mal wieder richtig Sommer mit Sonnenschein von Juni bis September. Und ich glaube, das ist heute auch noch gültig und man sollte sich freuen über einen schönen und warmen Sommer. Drittes Thema, Plagiatsvorwürfe gegen unseren Bundesgeschäftsführer, Herrn Dr. Pöttler. Da gibt es Parallelitäten zwischen einer Rede, die der Herr Westerwelle gemacht hat und einer Rede, die der Herr Dr. Pöttler gemacht hat. Es ist wird ganz groß berichtet, zum Beispiel in der Kronenzeitung, prominent auf Seite 2. Und ich lade die Systemmedien und die Politik ein, sich mit den Inhalten der Aussagen auseinanderzusetzen. Vielleicht war es ja richtig, was der Herr Westerwelle gesagt hat vor zig Jahren oder was der Herr Dr. Pöttler gesagt hat vor ein paar Tagen. Thematisch geht es um den scheibchenweisen Abbau der Grund- und Freiheitsrechte und der Freiheit in Österreich und in Europa. Und ich lade ein, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, also nicht mit dem Medium und nicht mit der Person, sondern mit den Inhalten der Aussage. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Sonnentag und bitte lassen Sie sich nicht die Laune verderben durch Presseberichte. Bis zum nächsten Mal.